Einen wunderschönen guten Abend aus Wismar. Ja, ich stehe an der Schanze. Hier geht es morgen los mit der Qualifikation und wie ihr sehen könnt im Hintergrund die Anlage schön weiß, glänzend präpariert. Allerdings ist der Schnee noch etwas weich. Wenn man hier mal etwas runter geht, dann sieht man schon, da muss man noch ein bisschen was arbeiten, ein bisschen was tun, vielleicht auch mit Wasser arbeiten. Das ist nicht das Problem. Schnee hat man genügend. Das ist allerdings das Problem, denn hier im Hintergrund sieht man, das sind bestimmt noch 300, 400 Kubikmeter Schnee. Man fährt schon seit heute Mittag Schnee von der Schanze weg. Und ja, keiner kann weitermachen, denn da, wo die beiden oder die drei hinter mir stehen, da ist eigentlich die Mixzone, da werden die Interviews geführt. Das Fernsehen möchte aufbauen, können keine Kabel ziehen, also das ist noch ein Riesenproblem. Upp, und ein kleiner Sturz im Hintergrund, hoffentlich nichts passiert, denn ja, fleißige Hände werden gebraucht. Und ja, also da kann man nur die Daumen drücken, dem OK, dass sie alles bis morgen rechtzeitig fertig bekommen. Ansonsten, die Werbung hängt, das Stadion sind Zusatztribünen aufgebaut worden. Das hat ja schon ähnlich den Charakter hier wie am Berg Isel, nur eine Nummer kleiner. Also es wird pickepacke voll sein. Laut Informationen des OKs sind zwei Tage komplett ausverkauft. Auch morgen wird schon eine tolle Stimmung hier an der Anlage sein. Ich hoffe, ihr schaut auch zu, drückt allen Springern den Daumen. Hoffentlich bleiben alle gesund. Und ich denke mal, ich werde mich schon noch mal mit dem ein oder anderen Statement melden oder auch ein paar Bilder ins Netz stellen. Also immer mal reinschauen bei AWR Skisprung Talk. Das soll es gewesen sein. Einen schönen Abend euch und bis bald.